da kannst du richtig gut bei Dings holen. Bienenwaben. Hey Mike, alles klar? Was sagst du? Ich grinse von einem Ort zum anderen. Schätze, du hast recht. Kein Wunder, denn ich habe einen ziemlich seltenen Käfer gefangen. Oh, kein Bock. Ey! Neugierig. Na, neugierig? Dann hör gut zu. Nun, ob du es glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich den legendären Dämonenkäfer erwischt. Wahnsinn. Die Chance, einen solchen Käfer zu fangen, ist so gering. Das ist ganz ein Wunder. Das ist auch der Grund, weshalb ich wie verrückt strahle. Was sagst du da? Der Käfer gehört Terry? Terry, der mit seinem Laden durch die Luft fliegt? Gib ihn zurück! Glaubst du wirklich, dass du mich mit dieser gruseligen Geschichte täuschen kannst? Schäm dich. Ich habe diesen Käfer gefunden, also gehört er mir. Mir ganz allein. Andererseits, was einem nicht gehört, soll man auch nicht behalten. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz, dir den Käfer so ein weiteres auszuhändigen. Wie wär's mit folgendem Vorschlag? Erreicht bei den Sektenjagd eine bessere Zeit als ich, dann werde ich dir den kleinen Kerl anvertrauen. Was ist die Zeit? Da kommen wir ins Gespräch, ja? Hier die Regeln. Sammle insgesamt 10 Insekten eines von mir vorher festgelegten Insektentyps. Wichtig ist, dass die 10 Insekten innerhalb von 3 Minuten fängst. Klar, nicht 5, 3. Schaffst du das, dann händige ich dir den Dämonenkäfer. Nun gut, ready? Okay. 10 nach vorne direkt. Du gehst direkt nach rechts entlang. Den nicht holen? Bringt euch über den Seil, über nach- den Wasser. Okay. Den Baumstamm nicht runterschieben und fängt den Hang des ersten Sekt ein. Die Girodenlibelle. Hab ich. Hier hoch? So. Ja, sprinte den Schrägen nach oben und fang dort direkt das nächste Sekt. Ja, weiter, 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 weiter. Ja. Weiter, 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 weiter. Sitzen den Baum lernen und das nächste Insekt fangen. Ja, weiter. Also, hast du den schon? Ja, ich hab schon alles. Ich hab schon 5 Stück, 4 Stück. Perfekt, 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 perfekt. Wo nett sein, muss man nicht runterspringen. Macht Ohrseite ohne kommt die Ranell-Ameise. Ja, die hast du schon, die Ranell-Ameise. Ich spring mal runter. Oder? Mike? Ich denke, ich soll hier lang. Nee? Okay. Ja, den Eldenkäfer kannst du, glaube ich, unten auch schon fangen, den nächsten Eldenkäfer. Der unten ist. Hier drin? Und hier ist auch noch einer. Genau, den. Du hättest oben, hättest du auch den Dienst einen ansammeln können, Mike. Ist egal. Genau, den wollt ihr. Ja, nee. Nein! Der war richtig. Aber der respawnt wieder. Wir können wieder. Ja, du musst es halt in 3 Minuten schaffen, ne? Ja, aber so schwer wird das noch nicht sein, oder? Die brauche ich nicht, oder? Du hast oben wieder einen vergessen. Ja, du warst so lange noch am Lesen. Ich musste weitermachen. Ich habe ja ein Zeitlimit irgendwie. Fuck. Du sammelst aber einfach auch Käfer nur einen, ne? Ja, ich sammle Käfer ein, weil... Die brauchst du ja nicht mehr. So, da rein, so. Hier ist... An der Seite sollte hier von diesen Säulen sollte einer ein Käfer dran sein, den du brauchst. Ja. Genau. So. Ganz oben war die Gottesanbeterin, die hast du ja wieder vergessen, Mike. Und diesen Käfer da. Hab ihn. So, ganz oben war die Gottesanbeterin, die du brauchtest. Hoch. Genau. Oben, wieder ganz oben drauf. Das solltest du aber nicht innerhalb von einer Minute. Also, ich glaube nicht, dass du es halt schaffst. Oh, ich weiß nicht, wo lang. Darunter. Weiß nicht, vielleicht war hier. Nee, hier. Von dem Käfer brauchst du halt keinen. Bro! Aber du weißt jetzt ungefähr die Route, oder? Nein. Wieso hast Wir du haben doch komplett falsch. Am Anfang bist du richtig gut gegangen. Du bist am Anfang richtig gut gegangen. Du hast so lange gebraucht zum Vorlesen. Ich musste ja irgendwie schnell was machen. Einer fehlt! Einer fehlt! Ist oben. Ganz oben in einer der Vasen. Ganz oben in einer der Vasen drin ist die. Das schaffe ich nicht mehr. 15 Sekunden. Der braucht so lange zum Klettern. Nach oben. Komm ich nach oben? Ja, vorbei. Da. Nee, da war es nicht. Nein, Mike, der ist oben in einer der Dinger drin. Ach da so, den hätte ich ihn jetzt gehabt, dann hätte ich schon geschafft. Okay, das ist einfacher als ich dachte. Nochmal. Das kriegen wir jetzt hin. Da brauche ich auch gleich Cutten oder so. Das geht jetzt. Genau. Wie gesagt, nach rechts gehen und mit der Libelle anfangen. Da sind da oben nicht, der ist egal. Genau, wir gehen jetzt erstmal hier den nicht runterschieben,
hierher gehen und die Libelle fangen, die hier ist. Happy? So. Happy. Dann gehst du halt hoch und fängst bei dem Baum, also erstmal den da. Jetzt rennst du hoch, fängst an einem Baum den Käfer, machst da hinten die Dings kaputt, die Vase kaputt. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Ja, hast du. So, hier sollte auch irgendwo die, da ist das die Ameise, die du brauchst. Sollst du runterspringen. So, genau. Hier, warte, aber nicht komplett runter, sondern so, dass du hier bist, weil da kannst du direkt die Dings sammeln. Genau. So, jetzt da, jetzt runterspringen. Ja. So, hier runter. So, an der Seite ist ein Käfer. Bei der anderen Seite. An der anderen Seite. Hier. Hat die Glühbirne? Nee. Nein, die Glühbirne brauchen wir nicht. Da. So, dann Netz kaputt machen. Hier waren zwei. Das ist aber total machbar. Wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte. Ja. Mann, ich komm nicht durch. Das dauert so lange. Okay. Einer fehlt nur noch. Käfer hier raus, hier raus. Und das war's dann? Genau, hier raus. Und ich meine dann rüber zu diesem zu dem hohen Grasbad war der. Der da oben, der vorne hier durch steht? Nee, im hohen Gras war einer. Wenn hier hochsprinten. Da ist ja irgendwo hohes Gras und da ist der. Oder? Nee, wo war der letzte? Oh nein. Oh nein, Mike. Da rüber und da ist er dann, glaube ich. Irgendwo hier in so einem hohen Gras war der. Da. Hätten die gesagt 2 Minuten. Fertig. Dass ihr aber meinen Rekord so leicht brechen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, easy. Hier, wie versprochen, ich gebe dir den Dämonenkäfer. Ich muss leider meine Niederlage eingestehen. Da ist sie also ganz schön flotter. Dass sie als ganz schön flotter Käfer entpuppt. Hehe. Terrys Insektenkäfig. Ich dachte, wir fühlen sich Terrys Lieblingsinsekt. Bring ihn zu dem Käfig schnell zurück. Bitte sagt Terry, dass es mir leid tut, falls ich ihm Kummer bereitet haben sollte. Ist das jetzt der Slot? Ja, das ist der Slot. Wir haben alles jetzt. Darum befindet sich Terrys Lieblingsinsekt. Bring es ihm zurück. Genau, damit hätten wir alles. Jede Quest, jede Sidequest in dem Spiel, jedes. Jede. Hat ein bisschen gedauert, gebe ich zu. Und gleich sogar alle Herzteile. Ach, machen wir heute alle? Ja, du hast heute alle Herzteile. Oh, nach dieser Folge. Weißt du, du hast so lange, habe ich dir die ganze Zeit gesagt, dass du es dir nicht kaufen sollst, Mike, ne? Und jetzt werden wir hoffentlich herausfinden, warum ich es mir nicht kaufen soll. Genau. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, was passiert, aber ich sag's noch nicht. Wir werden es gleich sehen. So. Zurück bei Terry. Kumpel, wir haben dir was zu berichten. Hör, warum ist die Bubble grau und nicht gelblich? Red mal mit ihm. Oh, herzlich willkommen. Was haben Sie gefunden? Oh, darüber reden wir besser nicht jetzt, sonst stürzen wir noch ab. Wir können uns aber nachts über unterhalten. Darf ich dein Herz kaufen? Nein. Und wenn ich es jetzt kaufe? Dann rastet irgendwie wieder dumm aus. Dann was? Nein, du bist derjenige, der später ausrastet. Du bist der, der später heult. Aha. Die dreht sich wieder um. Okay, das Mysterium lüften wir jetzt. Ha! Hey! Hey! Ja. Ha! Hi! Hi! Wie du willst! Du möchtest mir was zeigen? Ja, klar, hier. Oh! Kann es denn wirklich wahr sein, mein geliebter Dämonenkäfer? Oh, du hast ihn wirklich gefunden! Ah, du hast ihn gefunden. Oh, vielen Dank. Wenn du mich tagsüber in meinem Laden besuchst, verkaufe ich dir ein Stück deiner Wahl zum halben Preis. Ich dachte, wir kriegen es geschenkt, aber das ist auch okay. Ach so, und weil das Herz ja das teuerste ist, sollen wir das als letztes kaufen. Genau. Ah. Aber Ingi, ist doch egal. Ich habe doch genug Geld. Egal. Ich bereue es wirklich gefarmt zu haben. Es war unnötig.
Wir hätten jetzt so viel Geld bekommen. Halber Preis, Junge. Ich habe immer noch dann über 1000. Was mache ich mit dem Geld? Meine Flaschen füllen, meine beiden. Das mache ich. Du hast noch eine weitere Flasche im Lager, ne? Darfst du auch nicht vergessen. So. Sie haben ein gutes Auge. Schön, wie das glänzt, oder? Ich habe hier ganz in der Nähe gefunden. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wofür es gut ist. Hab für 800 Rubine nur noch. Gerne sehen. Ja, Sie haben schon richtig gehört. Nicht für üblich 1600 Rubine, sondern die Hälfte. Her damit! Das letzte Herz, halt. Damit hast du nun deinen letzten Herzcontainer. Deine Energie, deine Lebensenergie wird vollständig erhöht. Den Kopf werde ich nicht bereuen. Nee, denke ich auch nicht. Gehe ich jetzt zum Bonus, weil ich alles gekauft habe? Das freut mich sehr. Werfen Sie mal einen Blick auf mein Sortiment. Ja, du hast nichts, Junge. Cooles Sortiment, Bro. Oh, das ist geschehen. Das können Sie leider nicht kaufen. Oh Mann. Du hast einfach Terry ruiniert. So, seine ganze Existenz. Nein. Ich habe sein Sortiment nur leer gekauft, damit er sich endlich mal was Neues liefern lassen kann. Ich habe ihm geholfen, weil niemand wollte diesen Schrott kaufen. Ich habe ihm jetzt geholfen. So sehe ich das. Ja, ganz positiv. Ja. Auf jeden Fall, ihr seht schon, da oben in der Ecke, wir haben alle Herzen im ganzen Spiel, die man bekommen kann, alle Quests durchgemacht, die man machen kann, und wir sind durch. Aber Mike, eine Sache fehlt noch. Mit einem wollen wir noch reden. Mit einer Person. Und das wäre? Naja, der Dämon. Ah, ja, stimmt, wir wollten ihn nur noch seine Transmännlichkeit abkaufen. Nee, wir wollten ihm seine Schulden. Er kriegt jetzt eine Geschlechtsumwandlung. Nee, eine Formumwandlung. Rassen. Ja. Geschlecht nicht. Aber sowas ähnliches. Okay. So lange haben wir darauf gewartet. Wir haben zwar nicht 80, sondern 75. Also es gibt 80 insgesamt an Energie, aber anscheinend sollen wir trotzdem hin. Haben wir schon was Gutes bekommen, was uns vielleicht hilft? I don't know. Aber ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall noch ganz viele Rubine wahrscheinlich, die ich nicht brauche. Oh, du hast wirklich viel Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ja, dachte ich mir schon. Ja, dachte ich mir schon. Was? Geht noch mit ihm? Ah, ich würde sogar ein Mensch sein. Bitte sammle noch mehr Juwelen der Güte für mich. Komm wieder, wenn du 80 gefunden hast. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, dann haben wir doch was verpasst. Wo fehlen uns noch? Ich dachte, da gibt es uns vielleicht irgendwas, womit wir die letzten 5 kriegen können. Nee. Irgendwo haben wir jetzt wirklich was verpasst. Dann haben wir doch eine Quest noch übersehen. Ja, wir haben hier eine Quest. Ach, Ingi. Moment. Was ist das denn für ein Trank hier? Lufttrank. Ja, das ist, damit du Luft besser hast. Mega unnötig. Ich meine, okay, gut, für die eine Quest, wo alles unter Wasser war, dafür ist es nützlich, aber ansonsten... So, ich bin auf jeden Fall schon mal gerüstet für das Ende. So, während Ingi noch am Überlegen ist, kann man sich hier... Ich glaube, das war hier. Kann man sich hier nachts... Mike. ...was geben? Ich weiß, warum wir denken, dass wir... Es ist nur eine Quest, die wir noch machen müssen. Okay, aber ich gucke mir erst mal das hier an. Ich sammle Antiquitäten, das ist mein Hobby. Viele der Gegenstände hier sind äußerst wertvoll. Pass ja auf, dass du nichts kaputt machst. Red mit dem Händler da hinten. Ah lol, der Händler. Red mal mit dem. Wie der guckt so. du bist jetzt das Hitze. Einkaufen! So, du möchtest also einkaufen. Würdest du etwas ausmachen, dazu morgen in meine Hand zu kommen? Mit dem kannst du jetzt nochmal reden. Du bist es. Was willst denn du? Einkaufen! Du darfst einfach mal er sagen! Ja, weiß ich doch nicht. Bedeutet, dass du eigentlich gar keinen Grund hast, hier zu sein, oder? Ach, du findest mich unfreundlich. Ganz anders als tagsüber.
Das ist sehr ermüdend, den ganzen Tag dieses Verkäuferlächeln zu tragen, weißt du? Bitte glaube nicht, dass das mein wahres Ich ist. Aber genug davon. Bist du wegen meines Nachtladens hier? Nachtladen? Du bist das erste Mal hier. Ich kaufe hier ganz spezielle Dinge, und zwar Schätze. Aber nicht einfach irgendwelche beliebigen Schätze. Nein, nur die, die ich bestimme. So, dann kommen wir doch fix zum geschäftlichen Teil. Die folgenden Schätze kaufe ich heute. Monsterklau, blaue Wohlfeger, Vogelwehr und Ehrenblume. Willst du was verkaufen? Klar, warum nicht? Was möchtest du denn verkaufen? Ehrenblume. Für diesen Schatz gebe ich pro Stück 30. Doch lass du 7. Dann gebe ich dir 5. 150 Rubine gebe ich dir. Also hier kann man gut Rubine machen. Genau. Danke, schau mal wieder rein. Er macht mir Angst. Ich mag ihn nicht, er macht mir Angst. Okay, okay. Folgendes machst du, du schläfst. Achso, bis morgens? Ja, bis morgens. Weil wir gehen jetzt zur... Lass raten. Du darfst etwas hören, was du nicht hören möchtest, Kürbisinsel. Zur Kürbisinsel? Da sind wir nicht fertig. Ja, die Quest ist nämlich erst, wenn du das Headset bekommen hast. Deswegen haben wir sie auch noch nicht gesehen. Und ich hab's auch vergessen, dass sie überhaupt existiert. Folgendes. Ja, hinter die Kürbisse. Dort, wo die ganzen Kürbisfelder sind. Da musst du mit der Dings reden. Und die gibt mir noch eine weitere Quest. Aua. Die gibt dir noch die letzte Quest, die wir noch nicht haben. Ja, ich seh's. Die hätten wir eigentlich schon längst gemacht. Hi! Nochmal vielen Dank, dass du mir beim Tragen der Kürbisse geholfen hast. Jetzt können wir uns den ganzen Pflanzen neuer Kürbisse widmen. Weil das ist Pflücken. Das Pflügen? Schreibt man Pflücken wirklich Pflügen? Das Feld ist für mich viel zu anstrengend. Doch wo finde ich jemanden, der stark genug ist, mit die Arbeit abzunehmen? Keine Ahnung. Ist das dein Ernst? Du willst einfach dabei zusehen, wie sich ein süßes Mädchen wie ich abrackert? Und ich dachte, du seist ein ehrenwerter Ritter. Ja komm, ich will arbeiten. Ich kenne da jemanden. Wirklich, dann sollte ich diese Person vielleicht um Hilfe bitten. Falls du ihr begegnest, bitte sei so lieb und bringe sie zu mir. Tut mir die Gefallen? Die Wahrscheinlichkeit, dass du für deine Hilfe Juwelen der Güte erhältst, liegt bei 90%. Super! Ich werde also eine Person, die dem Mädchen beim Pflügen helfen kann, als Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls... ja... Du musst den Roboter jetzt wieder herbringen, oder was? Wir haben ihn nur doch nicht das letzte Mal gesehen. Oh nein. Aber, ich sag dir jetzt schon, du kannst direkt nach Eldin fliegen. Ich hoffe, du kennst tatsächlich jemanden und sag das nicht nur, damit ich mich besser fühle. Nur ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich warte, bis jemand auftaucht. Oh, sag mir bitte nicht, das ist der Gerone. Nope. Nee, ist es nicht. Nope. Ich geh nach Eldin. Das letzte Mal nach Eldin. Und allgemein diese Orte hier. Ja. Ja. Also, du hast... im Endeffekt, halt, das ist jetzt das Letzte, was es noch fehlt. Danach ist halt wirklich so, ich lasse den die restlichen Folgen, was ich dir dann. Also wo rein? Eher so in Richtung Mitte. Also nicht Mitte, hier? Sondern ich eher Richtung, genau, hier so Richtung Vulkan-Ding. Tempel am Vulkan. Eher so in der Richtung. Weil, das könnte genau. Auch eigentlich das einzige Anhaltspunkt sein. Also das hier könnte eigentlich wirklich der einzige Flugpunkt sein. Mich würde es nicht stören, weil hier ist man meistens. Ja. Was? Erntehelfer ist das einfach. Oh, unten. Weiter runter. Whee! Weiß noch nicht, wo genau. Geh, das Geile ist, lang. Hier gibt es... Mike, hier gibt es jetzt keinerlei Feinde. Ja, ich weiß. Die sind jetzt alle weg. Also Bockblins sind alle weg. Genau. Genau. Aber alle es gibt jetzt wirklich nur einen Ort, wo es nicht so ist. Und das wäre? Ranel. Ranel ist das einzige, ist der einzige Ort, der nicht, weil der Drache dort tot ist, de facto. Der ist nicht tot, er ist verschwunden. Ich habe ihn ja wiederbelebt. Oh, hast du hier in Ding schon das Minispiel gemacht? Mike? Rede bitte nicht über Minispiele. Ich habe genug gesehen. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte einfach nicht mehr. Aber das ist gut, um Rubine zu farmen. Mega! Ich brauche keine Rubine!
Ich bin reich, Junge! Ich bin reich! Ich brauch nichts mehr! Nein, warum? Ich glaube, es wird sich aber darauf hinauslaufen, wie bei dem einen, dass du halt in diesem komischen Berg dort rein musst. Genau, du musst da, ich kann jetzt schon sagen, du brauchst jetzt kein Auto, du musst da in dieses Loch dort hinten rein. Wo du letztens auch dieses eine... Da hinten? Dieses, na, hier, dieser Berg, der da vor dir steht. Hier rechts der Berg, weil... Da rein, in den Berg. Genau, da rein, da irgendwo. Oder guck mal nochmal wegen der Aurasuche. Wo du reingehst, guck nochmal wegen der Aurasuche, ob das wirklich nach unten zeigt. Ja. Sag mir jetzt bitte nicht. Ich hab's mir schon gedacht. Aber wer war denn das nochmal? Ich kann mich an den gar nicht mehr erinnern. Schon zu lange her. Das wirst du gleich herausfinden, wer das war. Okay. Aber das sind sowieso Wesen, die sind die vergesse ich ständig, dass die überhaupt existieren, obwohl die mega coole Viecher eigentlich sind. Eigentlich sind die mega cool, aber ich vergesse die ständig. Weil die einfach, das ist der einzige Zelda-Teil, wo die vorkommen. So. Echt? Also, ja. Generell, hier sind die Wesen, die du halt triffst, ne? Die unter Wasser sind, diese komischen Viecher. Dann diese Grabeviecher und hier diese, nicht Krog, sondern hier die Qs, die vergisst du einfach. Ja, mit denen kannst du jetzt reden. Guck mal, wie sich Link bewegt. Okay. Oh, so sieht man sich wieder. Vielen Dank für die Hilfe neulich. Ich habe mich seitdem wieder auf die Suche nach Schätzen gemacht, aber die Hitze hier macht mir in meinem Alter richtig zu schaffen. Ich glaube, es ist an der Zeit für mich, das Leben ein wenig ruhiger anzugehen zu lassen. Weißt du, kennst du irgendeinen Ort, an dem ich meinen Lebensabend richtig genießen und meinen Hobbys frönen könnte? Sicher doch. Was, du hast was für mich? Oben in den Wolken? Das klingt ja fantastisch. Wie, und ich kann mich auch noch nützlich machen, indem ich was tue, was mir Spaß macht? Das klingt doch großartig. Ja, dann flieg da hin, na los, bring mich da hin. Die Beschäftigung, nach der sich diese Person sehen, stimmt mit dem Stellengesuch aus der Kürbisbar zu 100% überein. Oh mein Gott, das heißt, das lohnt sich im Vergleich zu dem, zur in Anführungsstrichen Pflanze. Okay. Dabei, ihr habt mich gerufen, dass ich euch abtransportieren. Das hier. Du hast ja gehört, was ihr dabei gesagt hat. Verstanden, ich warte nur auf euch beide. Ich bin ja. Ja! Er freut sich richtig. Ich glaube, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Mokma an seinen Zielort bringst. Schaut mal hier. Du hast alle Erzteile gefunden. Schön. Und anscheinend auch den größten Sack. Linky meinte, es gibt noch einen größeren, aber wir haben schon eine riesige Geldbörse. Größer geht's nicht. Nein, was? Hab ich nicht gesagt. Hä? Irgendwann hast du mal gemeint, meine ich. Ja, ich hab gesagt, am Ende kannst du über 9000 oder so mitnehmen, hab ich gesagt. Weil du ja auch noch deine Grundrubine hast. Ich habe diesen alten Magma mitgebracht. Psst. Ich bin verehrten Fall, Grüße von mir aus. Oh. Wunderbar, du hast jemanden gefunden. Aber das ist ja gar kein Mensch. Ach, jetzt verstehe ich. Dieser Maulwurf wird also den Acker für mich pflügen. Du willst mir da nicht erzählen, dass ich hier den ganzen Tag lang das Feld bestellen soll. War dies wirklich der einzige Grund, weshalb du mich hier hoch in die Luft gebracht hast? In diesem Fall, Dankeschön, du netter, lieber Maulwurf. Aber, naja, ich meine, na gut. Ich kann es ja mal versuchen, denke ich. Gefällt dir das? Oh, hui, du bist ein unglaublich! Oha, findest du wirklich? Das war doch nicht der Rede wert. Das Talent, die Erde umzugraben, wurde uns manchmal praktisch in die Wiege gelegt. Meinst du schaffst das noch mal? Bitte, 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 bitte! Oh ja, und weiter geht's! Das auch. Ich bin ja so froh, dass du mir diesen netten Mauer vorgestellt hast. Er ist ein echtes Goldstück. Ich werde ihn in Zukunft ganz sicher wieder um Hilfe bitten. Vielen, vielen Dank. Dank.
das Stichwort für die letzten 5 Juwelen der Güte! Nach einem sehr, sehr peinlichen Moment. Der Stille. Wir reden nicht drüber, ja. Okay, dann sehen wir uns beim Mosego wieder und machen ihn zum Menschen. Bin gespannt, wie er aussieht. So, jetzt aber wirklich. Jede einzelne Quest fertig. Wir haben alles gesammelt, was geht. Und jetzt holen wir Mosego. Jetzt werden wir beim Mosego sehen, wie er zum Menschen wird, eigentlich? Keine Ahnung. Was passiert denn jetzt eigentlich? Oho, du hast die gesamte Güte der Leute gesammelt und mir dargebracht. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alles für mich abbezahlt hast. Ich bin dir auf ewig verpflichtet. Dies ist mein letztes Geschenk an dich. Ich bitte dich, weise es nicht zurück. Was ist das denn? Ah, okay. Level mal, was ich vorhin gesagt habe. Du hast die Luxusgeldbörse erhalten. Diese enorme Geldbörse lässt selbst den reichsten Händler erblassen. In ihr kannst du bis zu 9000 Rubel verwahren. Das ist so ein unnötiges Item. Wer braucht das am Ende des Spiels noch? Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es wird dir auf deinen weiteren Weg nützlich sein. Oh, diese Menge Juwelen der Güte sollte ausreichen, um ein Mensch zu werden. Ich bin so aufgeregt, ob es wohl wirklich funktioniert. Was? Oh no, he is hot! Was? Nun, Mike, wie sehe ich aus? Sieht in Ordnung aus. Sein Kopf ist ein bisschen komisch, aber ist in Ordnung. Du musst nicht sagen, ich kann es an deinem Gesicht ablesen. Ich habe mich so sehr verändert, dass dir die Worte fehlen, nicht wahr? Ich bin dir so dankbar, dass du so viel für mich getan hast. Dank? Krieg ich jetzt von dir was? Von nun an werde ich versuchen, als Mensch glücklich mit den anderen zusammenzuleben. Okay. Das will ich sehen. So, jetzt möchte ich, ich würde jetzt sagen, Mike, bevor du jetzt die Folge beendest, ja? Ja. So, du kannst jetzt hergehen und mal nachts durch den Wolkenhort spazieren. Und oh, gucken, mal, was dir auffällt. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn wenig akzeptieren. Naja, er läuft meistens nur nachts draußen herum, ja. Aber es ist noch was anderes passiert draußen. Ich geh mal zu einem der Katzen dort. Auf der Brücke sollte eine Katze sein. Oh, die sind jetzt lieb? Ja. Und es spawnen keine Monster mehr hier im Wolkenhort. Oh, nice. Haben wir den Wolkenhort auch befreit von den Monstern. Ja. Hallo Mike, ich bin ja nicht so häufig draußen unterwegs, aber mir scheint, als wären alle Monster verschwunden. Ob dies wohl damit zusammenhängt, dass ich zu Menschen wurde? Vielleicht. Oh, du denkst das also auch. Als ich ein Dämon war, ging von mir eine bösartige Energie aus. Und diese Energie verschwand, als ich zum Menschen wurde. Jetzt ist es hier im Wolken sicher und ruhig. Und all das habe ich nur dir zu verdanken. Dank? Nee, okay. Dank? Ich dachte jetzt wirklich, dass das sagt, irgendwie, ja, die ganzen Monster haben Angst vor meinem Appearance bekommen, sind abgehauen. Habe ich gedacht, dass jetzt kommt. Das heißt, nur weil er hier die ganze Zeit wohnt und sich versteckt hat, kamen die Monster her. Wieso hättest du dich nicht einfach auf deine eigene Insel verziehen können? Dann hätten ja keine Monster gewesen. Egal. Ist egal. Jetzt brauchen die anderen auch keine Angst mehr zu haben. Warte, seit wann ist er eigentlich hier? Schon seit immer? Wer? Ja, mal sehen. Seit wann ist denn das Problem mit den Monstern überhaupt? Wurde gar nicht irgendwie addressed in dem Spiel? Nee, wird vorher nicht gesagt. Na gut, also. Ha, lol, die Schürze hier. Das Symbol, kennen wir das Symbol? Nope. Oh, hallo. Möchtest du die Folge beenden, Kleiner? Ja, du möchtest die Folge beenden. Du brauchst keine Angst haben. Ist ganz simpel. Ist ganz einfach. Komm, Ingi, beende du mit ihm die Folge. Okay. Du musst ihn dann irgendwo hinsetzen oder so, keine Ahnung. Ja, komm, mach einfach. Okay.
Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, wir spielen Legend of Zelda Skyward Sword. Eventuell sogar zu Ende. Leider ohne mich, aber... Wow.